Hey ho, hier ist wieder euer Beitkrieger. Es geht weiter mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, Hermine soll wohl irgendwo im Mädchenklo sein und von dem, ja, Treu belästigt werden. Und da sollten wir mal schauen, ob da was dran ist an der Sache. Harry, wonach riecht es hier? Uiuiui. Ah. Ich denke, wir sollten davon abhauen, von dem Troll. Die Steuerung ist mal irgendwie total für den Arsch gerade. Au. Da hat er mich auch schon niedergestreckt. Harry, was war denn das? Riecht es hier? Ja, wonach wohl? Nach einem riesen fetten Troll. In der Toilette. So wie der ausschaut, hat er sich auch schon sehr lange nicht mehr gewaschen. Okay, wann stellt sich die Kamera auf normal? Gar nicht. Ich hasse es, ich hasse es. Wir können jetzt nur versuchen, dass wir hier trotzdem irgendwie weiterkommen. Macht ja auch sehr Sinn, diese Kameraperspektive. Und die ganze Steuerung zu invertieren. Finde ich nicht so toll. Aber gut. Vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Wir müssen ja in Anführungszeichen nur den Bohnen folgen hier. Das war nix. Das war nix. So, da sind wir auch wieder bei einem neuen Versuch. Das hier ist schon der... Wonach riecht es hier? 20. Versuch oder so. Ja, ein fetter Troll, der aus der Toilette kommt. Ja, wir sollten abhauen. Denn der Troll, der will uns die Schädel spalten hier. Und er hat auch das passende Werkzeug dabei. Und ich denke, er scheut sich nicht, das auch zu benutzen. Muss man auch dazu sagen. Wir laufen mal hier die ganze Stage entlang. Auf der einen Seite seht ihr jetzt dann gleich ja, ein paar Monster in der Ausstellung, die eventuell aus einem Debug-Level stammen. Bin mal gespannt, ob ich es jetzt diesmal schaffe in diesem Raum. Es könnte durchaus sein, dass wir es diesmal schaffen. Denn ich kenne das Ding bald auswendig, dieses Level. Und es ist jetzt wirklich der bestimmt 20., 30. Versuch. Wir müssen uns halt perfekt timen. Hier haben wir auch schon mal gespeichert. Was ja schon mal gar nicht so schlecht ist. Und da sind wir auch durchs Level. Ja, da ist Hermine noch drin. Der Troll ist riesig. Au! Ah! Harry, ich versuche den Knüppel des Trolls zu verzaubern, sodass er ihm auf den Kopf haut. Wingardium Leviosa. Ja, mach mal besser. Ja, der wirft mir gerade die Steine auf den Schädel. Mach mal schneller ran. Ja, okay, so können wir abwehren. Das ist gar nicht mal so schwierig. Wir müssen nur schnell genug drücken und reagieren. So. Ich hoffe, Ron ist jetzt bald fertig, dass der den Knüppel auf den Schädel kriegt hier. Ja, mit Toiletten wirft er. Ich frage mich gerade, wie viele Toiletten es hier gibt, dass der uns immer noch damit bewirft. Ei, da hat er Ron getroffen.
stelle mich hier mal neben ran. Kann ich ihn ein bisschen besser verteidigen. Ich glaube, jetzt ist er gleich soweit. Beruhig dich wieder, Junge. Eigentlich muss man nur dort stehen und klicken. Okay. Bist du okay? Danke, dass du mich gerettet hast. Hast du ihn kalt gemacht? Ich glaube, ja. Er ist erledigt. Glaube auch. Los, wir verschwinden von hier. Erschöpft von ihrer Begegnung mit dem Troll, gingen Harry, Ron und Hermine zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück und diskutierten über die seltsamen Vorkommnisse in Hogwarts. Harry vermutete, dass jemand den Troll reingelassen habe, um alle in der Schule abzulenken und somit unbemerkt in den verbotenen Korridor zu gelangen. Sie hatten jedoch nicht mehr besonders viel Zeit, darüber nachzudenken. Besonders Harry war sehr beschäftigt, da er sich auf sein Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw vorbereiten musste. Ja. Oh. Willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. Gryffindor spielt gegen Ravenclaw. So. Lasst uns das Spiel beginnen. Ein goldenes Glänzen. Okay, das war jetzt mein richtiger Grafik-Bug hier. Beziehungsweise Audio-Bug. Wie sich das gerade angehört hat, hört ihr selbst. Wo ist denn der Schnatz? Ah, da unten ist er. Dann hol ich mir den mal. Ja, ich habe ihn gesehen und ich werde ihn greifen. Nein, ich bin direkt dahinter. Ah, mal schauen, ob Potter gewinnt. Aber irgendjemand hat mich da gerade gestoßen am Wesen. War ich jetzt nicht so begeistert. Ja, oh. Der Klatscher. Potter wäre beinahe getroffen worden. Geht alles, Gryffindors. Entschuldigung, Professor. Wo ist der Stuhl? Ah. Kommt jemand her? Nein, der Schnatz ist weg. Nein, der ist doch nicht weg. Der ist doch noch da. Aber ich bin nicht schnell genug, ihn zu fangen. Ich werde eher gleich umgebracht von dem Klatscher. Wo ist der Schnatz? Da oben. So. Wo ist der Schnatz hin? Da drüben. Er hat mir auch zu viele Partikel. Das Ding hat viel zu viele Partikel, dass man es irgendwie ordentlich sehen kann. Mit Tastatursteuerung. Naja, komm Klatscher. Ah, irgendwo da runter ist er. Was macht er der für Bewegungen? Also irgendwie war es im ersten Spiel auch wesentlich einfacher, den Schnatz zu finden. Und auch zu erwischen. Seht euch nur die Suche an! Gebt alles, Gryffindors! Ja, komm. Nö. Oder auch nicht. Komm! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich stelle mich zu blöd an. Ich stelle mich einfach zu blöd an für diesen Schmerz. Das ist die meiste Klasse hier. Dass man hier redet und gleichzeitig den Schmerz findet. Und das noch mit Tastatursteuerung anstatt mit einem vernünftigen Gamepad oder so. Da habe ich ihn. Da habe ich ihn. Potter hat den Schnatz. Ja. Gryffindor gewinnt erneut.
Wenn das Spiel jetzt nicht gleich wegen dem Grafikbug abstürzt, dann passt das auch. Dank Harrys ausgezeichneten Fähigkeiten als Sucher gewann Gryffindor das Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. Harry packte das unerwartete Weihnachtsgeschenk aus. Etwas Weiches, Silbernes glitt hinaus. Es ist ein Tarnumhang, rief Ron. Davon gibt es nur ganz wenige. Bei dem Umhang lag eine Notiz. Dein Vater hat mir diesen Tarnumhang zur Aufbewahrung überreicht, las Harry. Gebrauche ihn klug. Fröhliche Weihnachten. Harry probierte den Umhang an. Und dann halfen ihm Ron und Hermine bei den Vorbereitungen für den Aufstieg zum Turm. Sei vorsichtig, Harry, sagte Hermine. Wenn du einen Zauber verwendest, bist du nicht mehr unsichtbar. Filch könnte dich dann erwischen. Mit Norbert im Gepäck machte sich Harry auf den Weg zum höchsten Turm. Er hoffte, dass er sich mit seinem Tarnumhang unbemerkt an Filch und seiner Katze Mrs. Norris vorbeischleichen könne. Hä? Was war das? Damit wieder herzlich willkommen zu einem sehr, sehr miesen Part des Spiels. Zumindest als Kind fand ich diesen Part extremst nervig. Wenn man hier zaubert, ist man sofort sichtbar und Filch ist in deinem Her. Und nicht nur das, der kann einem sogar dieses Ding wegreißen. Schnell weg da. Komm heraus, wo immer du dich auch versteckst. Was war das? Versteck mich doch gar nicht. Eindringling. Ja. Da hat er mich auch schon gesehen. Beziehungsweise er hat gesehen, dass die Tür von alleine auf und zu geht, was natürlich sehr, sehr ja, verdächtig ist. Schauen wir mal, dass wir da weiterkommen. Oh, da ist er auch schon. Ja, nun ja, nun ja, jetzt ist der Ärger wohl da. Ja, könnte sein. Der mit seinen Geräuschen, die er da von sich gibt. Ja, da ist der Revolta. Oh Mann. Wenn wir einfach seine Geheimgänge nehmen könnten, wäre natürlich wesentlich einfacher und schlauer. Im Moment müssen wir aber darauf hoffen, dass wir hier irgendwie durchkommen. Da vorne kommt er auch schon. Ich warte jetzt mal, bis er weggeht. Ihr seht seine Lampe da oben rechts. Vielleicht muss ich erst einmal reingehen und dann wieder raus, dass er sich bewegt. Ja, ich glaube, so war's. Was war das? Oh. Eindringling! Ein Eindringling im verbotenen Korridor! Da hast du recht. Schnell hoch da. Bevor er uns wieder sieht. Bohnen lasse ich mir trotzdem nicht entgehen. So. Oje, bin ich da runtergefallen? Ich kann jetzt schlechter reingehen, oder? Kann ich da irgendwie ganz schnell hoch? Ich will nicht, dass er mich jetzt erwischt. Kann ich von hier oben aus zaubern, ohne dass er es merkt? Ja, aha.
möchte da rein. Fisch. Kannst du mal kurz verschwinden, dass ich da durch kann? So, da sind wir auch schon durch. Er folgt uns hier durch die Geheimgänge der Bibliothek. Bin ich nicht so begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, würde mal sagen, den kriegen wir schon noch. Was war das? Schnell hoch da. Auf das Regal drauf. Yep. Das läuft gar nicht mal so schlecht für uns. Als Kind hatte ich das wesentlich, wesentlich schwieriger in Erinnerung. Aber gerade was Stealth-Sachen angeht, bin ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen besser geworden. Da unten geht's weiter und da oben ist irgendeine Art, ja, Tür oder so. Wie komme ich bloß dort hinauf? Ja, da oben waren wir gerade schon. Wären wir nicht nach unten gefallen? Wo kommt er her? Oje. Schnell weg da. Jetzt hätte er uns fast gehabt, der Bursche. Das Problem ist, oben ist nicht nur... hier ist nicht nur Fisch ein Problem, sondern es gibt ja auch noch ganz andere Wesen, die uns zum Problem werden könnten. Ja. Erstmal speichern. Ah. Ich dachte, da oben wäre ein Speicherpult gewesen irgendwo. Mich wohl geirrt. Wir müssen da runter. Warten wir mal, bis Fisch weg ist. Jetzt können wir durch. Nein, 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 nein. Schnell durch jetzt. Niemand schleicht ja sich ungeschoren an Argus Fisch vorbei und macht sich auch noch über ihn lustig. Ja, sorry, Fisch. Fischi. Sorry. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich bei ihm bin. Und zwar im nächsten Part. Ja, bis dahin. Ciao, ciao und schaltet wieder ein.